So können Fans König Charles IV. Krönung in Deutschland sehen. Es wird wohl eines der größten Spektakel des Jahres werden und der britische Palast scheint mit den Vorbereitungen alle Hände voll zu tun zu haben. Ab dem 6. Mai wird der Monarch auch ganz offiziell die Krone Großbritanniens tragen. Zu sehen ist die Zeremonie natürlich nicht nur im britischen Fernsehen. Um die Krönung zu sehen, müssen die deutschen Royal-Fans Sat.1 einschalten. Wie unter anderem Presseportal bekannt gab, wird der Sender Sat.1 für die Übertragung von Charles' Krönung zuständig sein. Diese beginnt bereits ab 9.30 Uhr unter dem Titel Sat.1. Das ist die Krönung. Live im Londoner Studio wird die Moderatorin Marlene Lofen, 52, sein und von den aktuellsten Entwicklungen berichten, aber sie bleibt nicht allein, die 52-Jährige wird, unter anderem mit Ross Anthony, 48, sprechen. Direkt vor der Westminster Abbey vertreten dann Karen Heinrichs, 49, und Benjamin Binek, das deutsche Fernsehen und ihr Kollege Benedikt Amara berichtet von Buckingham Palace. Aber auch bei RTL und in der ARD wird man die Krönung live verfolgen können. Auf der langen Gästeliste stehen aber nicht nur die royalen Familienmitglieder, sondern auch ranghohe Politiker und Royals aus ganz Europa. Unter anderem wird Charles' enger Freund Fürst Albert von Monaco, 65, dabei sein. Ursprünglich wurde auch US-Präsident Joe Biden, 80, erwartet. Doch der wird nicht persönlich erscheinen, um Überanstrengung zu vermeiden. Stattdessen vertritt ihn seine Frau Jill, 71. Tipps für Promiflash. Einfach E-Mail an tipps@promiflash.de.